Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute das Topskip-Bench-Spezial aufgrund des 50 Abonnenten-Specials. Ja, denn ich habe die 50 Abonnenten erreicht, bin ich selber relativ froh drüber, dass ich es jetzt geschafft habe nach eigentlich relativ langer Zeit. Ja, es hat schon lange gedauert, so 6, 7 Monate, eine Woche so. Ja, so ungefähr 7 Monate und eine Woche, da hat das ungefähr gedauert. Aber jetzt habe ich die 50 Abonnenten erreicht. Ich finde, das ist schon relativ viel für das, was ich an Videos bringe. Und jetzt fangen wir an mit dem 50 Abonnenten Special, das spezielle Tops gebencht. Los geht's! So, und bevor ich mit dem richtigen Video und den ganzen Benchmarks anfange, lese ich erstmal vor, wer überhaupt dabei ist, also von welchen YouTubern die Prozessoren verglichen werden, und die Daten des Prozessors. Jetzt fangen wir an. 21. Centurion-Hardware, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, hat ein AMD FX6300 mit 6x3,5 GHz, dieser hat einen maximalen Turbotakt von 4,1 GHz, eine TDP von 95 Watt, lässt sich übertanken und hat keine integrierte Grafikeinheit. Allio Design und Gamers Night haben den Intel Core i7-5820K mit 6x3,3 GHz und einem Turbo von 3,6 GHz. Dieser Prozessor hat eine TDP von 140 Watt, keine integrierte GPU, hat Hyper-Threading, das bedeutet jeder Kern hat zwei Threads, also ein theoretischer 12-Kern-Prozessor. Und dieser Prozessor lässt sich gut übertakten. Benji Place hat einen AMD A10-5750M mit 4x2,5 GHz. Dieser hat eine geringe TDP von 35 Watt und eine integrierte AMD Radeon HD 8650G. IronBlue und Glixras Hardware haben den Intel Core i5-4460 mit 4x3,2 GHz, dieser hat einen Turbo von 3,4 GHz, eine TDP von 84 Watt und die integrierte Intel HD Graphics 4600. PC-Kenner hat den Intel Xeon E3-1230V3 mit 4x3,3 GHz, einem Turbo von 3,7 GHz, einer TDP von 80 Watt. Dieser Prozessor bietet Hyper-Threading, also ein theoretischer 8-Kern-Prozessor. Dieser Prozessor bietet allerdings keine integrierte GPU. Child LP hat den AMD A8-5500 mit 4x3,2 GHz. Dieser hat einen Turbo von 3,7 GHz, eine TDP von 65 Watt und die integrierte AMD Radeon HD 7560D. Systemcheck hat den Intel Core i5-4440 mit 4x3,1 GHz. Dieser hat einen Turbo von 3,3 GHz, eine TDP von 84 Watt und die integrierte Intel HD Graphics 4600. Tim Gaming hat wahrscheinlich einen der ältesten Prozessoren hier, den AMD Phenom X42965 mit 4x3,4 GHz. Dieser hat eine TDP von 125 Watt, lässt sich übertakten und hat keine integrierte Grafikeinheit. Ich selber, also Topske, habe den Intel Core i7-4770K mit 4x3,5 GHz. Dieser bietet ein Turbo von 3,9 GHz, eine TDP von 84 Watt, besitzt Hyper-Threading, das bedeutet ein theoretischer 8-Kern-Prozessor, und dieser Prozessor lässt sich auch frei übertakten. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, fangen wir direkt mit den Benchmarks an. Los geht's! Die CPU von 21. Centurion Hardware, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ist der AMD FX6300. Im Cinebench R11.5 64-Bit Single-Core-Test hat dieser damit 1,07 Punkte. Im Multicore-Test hat dieser 4,92 Punkte von Cinebench. Im Passmark CPU-Mark erreicht der FX6300 6384 Punkte. Allio Design und Gamers Night haben beide den Intel Core i7-5820K als Prozessor. Dieser erreicht im Cinebench R11.5 Single-Core-Test 1,73 Punkte. Im Multicore-Test erreicht dieser 11,05 Punkte. Im Passmark CPU-Mark erreicht der Intel Core i7-5820K 13.413 Punkte. Clixtras Hardware und IronBlue haben die gleiche CPU, und zwar den Intel Core i5-4460. Dieser erreicht im Cinebench R11.5 64-Bit Single-Core-Test 1,49 Punkte. Im Multicore-Test erreicht dieser 5,4 Punkte. Im Passmark-CPU-Markt liegt der i5-4460
bei 6.868 Punkte und die integrierte GPU wurde mit Cinebench auf 19,2 Punkte gemessen. PC-Kenner hat den Intel Xeon E3 1230 V3. Dieser bringt im Cinebench Single-Core-Test 1,67 Punkte und im Multicore-Test 7,73 Punkte. Im Passmark-CPU-Markt erreicht dieser Prozessor 9.575 Punkte. Child LP hat den AMD A8 5500. Dieser erreicht im Cinebench Single-Core-Test 0,71 Punkte und im Multicore-Test 2,78 Punkte. Im Passmark-CPU-Markt hat dieser Prozessor 4052 Punkte erreicht. Systemcheck hat als Prozessor den Intel Core i5 4440. Dieser besitzt im Cinebench R11.5 Single Core Test 1,45 Punkte. Im Multicore Test bietet dieser 5,23 Punkte. Im Passmark CPU Mark erreicht dieser Prozessor 6660 Punkte. Die integrierte GPU wurde vom Cinebench mit 19,2 Punkten gemessen. Tim Gaming hat als Prozessor den AMD Phenom 2 X4 965. Dieser erreicht im Single-Core-Test von Cinebench 1,03 Punkte, im Multicore-Test von Cinebench 4,06 Punkte und im Passmark-CPU-Mark erreicht dieser Prozessor 4236 Punkte. Und mein eigener Prozessor ist der Intel Core i7 4770K. Dieser erreicht im Cinebench Single-Core-Test 1,75 Punkte, im Multicore-Test 8,52 Punkte und die integrierte GPU wird von Cinebench mit 33,4 Punkten bewertet. Im Passmark-CPU-Markt erreiche ich 10.083 Punkte. So, das war's dann jetzt auch mit meinem 50-Abonnenten-Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war sehr, sehr viel Schneideaufwand. Ich habe da viele Stunden dran gesessen, auch schon am Recherchieren für die CPUs, die Leute zu fragen auf unterschiedlichen Nachrichtenplattformen. War alles insgesamt sehr viel Arbeit, aber für ein 50-Abonnenten-Special macht man das halt eben dann auch. Ja, das war's. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Video. Ach ja, und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Daumen runter kennt ihr. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr es auch machen, wenn ihr wollt. Ciao.